Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor wenigen Tagen war ich zu Besuch bei einem Luftfahrt-Start-up in Hamburg. Ich sprach dort mit Marco, verantwortlich für den 3D-Druck von Drohnenteilen. Ein Industriemechaniker, der gerade eine Fortbildung zum Techniker draufsattelt. Ich fragte ihn, wie gut ihn seine bisherige Ausbildung auf seinen jetzigen Job vorbereitet habe. Seine Antwort war, über 3D-Druck habe er in seiner Ausbildung nie etwas gehört und der Lehrgangsleiter für die Technikerfortbildung habe der Gruppe erklärt, additive Fertigung werde auch in 100 Jahren keine gängige Technologie sein. Sie sollten sich lieber auf Umformen und auf Stanzen konzentrieren. Frau Karliczek, an diesem Beispiel wird deutlich, es reicht nicht, nur Fördergeld auszugeben und Abschlussbezeichnungen neu zu benamsen. Was Ihre Politik vermissen lässt, substanzielle Reformen sowohl zu neuen Inhalten als auch zu neuen Aus- und Fortbildungsberufen, da gehen Sie Hand in Hand mit den antiquierten Grünen. Drohnenspezialist, Smart-Home-Designer, E-Bank-Kaufmann, ich fordere das hier nicht zum ersten Mal. Ihre Novelle des Berufsbildungsgesetzes und Ihr heutiger Gesetzentwurf ist wie ein unfertiger Rohbau, dem die gesamte Innenausbau fehlt. Die vorgeblichen Reformer, die vor mir sitzen, starren immer noch auf die etablierte Welt des Maschinen- und Anlagenbaus und die der Banken, Versicherungen und Verwaltungen. Niemand packt neue digitale Berufe an und niemand ringt für berufliche Fortbildung, für neue innovative Geschäftsmodelle. Meine Damen und Herren, genauso problematisch die gelebte Praxis in den 2018 überarbeiteten Metall- und Elektroberufen. Durch Zusatzqualifikationen, jetzt kommt ein harter Satz, werden derzeit keine Digitalkompetenzen erworben. Ich habe heute Morgen mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag die aktuellen Zahlen erörtert. Nur 0,2% der ca. 40.000 Prüfungsteilnehmer in den Metall- und Elektroberufen wurden mit neuen Zusatzqualifikationen geprüft. In absoluten Zahlen 88 von 40.000. Herr Albani, Ihre evidenzbasierte Politik, die schreibt sich mit F, meine schreibt sich mit V. Meine Damen und Herren, wenn wir nicht schnellstens umsteuern, bleibt Ihr Geldsegen ein Stückwerk. Frau Karliczek, Aufstiegsfortbildung wohin? Schluss mit damit, dass man die Bedarfe der mittleren und kleineren Unternehmen in den Vordergrund stellt und die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und die Ansprüche neuer Geschäftsmodelle nicht schlicht und einfach vernachlässigt. Herr Kollege, dem denken Sie an Ihre Zeit. Dem Rohbau stimmen wir zu, doch ich habe große Sorge, dass es eine Ruine wird. Recht herzlichen Dank. Die Kollegin Yvonne Magwas hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.